Herzlich willkommen zu Deutsch bei Jolie. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu meiner Sendung. Ich berichte heute über die UNESCO. UNESCO ist eine Abkürzung. UNESCO auf Deutsch heißt Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Die UNESCO hat am 13. Dezember 2019 in Bogota, Kolumbien angekündigt, dass die traditionelle Thai-Massage nur Thai, das immaterielle Kulturerbe Thailands repräsentiert. From Thailand, the floor is for Mrs. Beck. Thank you, Madam Chair. The next file is Nua Thai, traditional Thai massage submitted by Thailand. Manipulation in which the practitioner helps rebalance the patient's body, energy, and structure to treat illnesses believed to be caused by the obstruction of energy flow along sen, lines understood to crisscross the human body. From the information included in the file, the nomination satisfies criteria R1, R2, R4, and R5 for inscription on the representative list. The evaluation body considered that the practice of Nua Thai strengthens social solidarity, enhances self-reliance, and is an example of love and kindness, a quality that has inspired and come to define Thailand as a caring society. The nomination process involved community organizations, practitioner groups, professional organizations. Ich bin sehr froh und gratuliere meiner Heimat, Thailand. In Thailand ist die Massage sehr bekannt und sehr berühmt. Die Kunst ist über 2500 Jahre alt. Thailand ist weltweit als Land des Lächelns bekannt. Wat Pho Thai traditionelle Massage ist die erste Schule in Thailand. Ich habe drei Kurse hier gelernt. Thailand gibt es Gesundheit Buddha. Hier sind die Fotos. Die Thai-Massage ist Teil der traditionellen Heilkunst und wird heute zunehmend auch in Verbindung mit moderner Medizin praktiziert. Nur Thai basiert auf verschiedenen Energiestromen, den Zen-Prinzip, die den Körper durchziehen, durch Kneten, Dehnen, Drücken und so weiter. Sollen die Energieflüsse im Körper eines Patienten wieder ausbalanciert werden.
habe ich eine Gast aus Kanada. Sie heißt Frau Lakshmi Windhager. Spitzname ist Lak. Sie hat sich gefreut, dass die traditionelle Thai-Massage nur Thai, das immaterielle Kulturerbe Thailands von der UNESCO repräsentiert. Sie spricht über die UNESCO. Thai-Massage schafft es auf die UNESCO-Liste. Sie hat traditionelle Massagepraxis in Kanada. Sie möchte das Image für Thai-Massage in Kanada verbessern. Sie gratuliert Thailand und sehr froh. Sie ist stolz auf sich, dass sie als Masseurin arbeiten kann. Und sie sagt Dankeschön für alle. Sawadika, Dichan Lakshmi Windhager, naka, Chilan Chilaka. Lak Asai, Yuti, Mung, New Market, Jangwat, Ontario, Pratet, Kanada, naka. เมื่อวันที่ 12 ธันวาคมปี 2562 ที่ผ่านมานะคะเป็นวันที่มีความสำคัญกับประเทศไทยและประชาชนคนไทยทุกคนนะคะนั่นก็คือวันที่องค์กรยูเนสโกนะคะได้ประกาศนะคะจดทะเบียนการนวดไทยให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่สามารถจับต้องได้ของมนุษยชาตินะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ต้องขอแสดงความ Ich habe heute noch ein Gast aus Florida in den USA. Er heißt Herr Swit C. Trailasi. Spitzname ist Ajahn Chang. Er ist Präsident für Tampa Bay Florida Verein. Er spricht heute über die UNESCO. Er ist Profi für Thai-Massage hier. Er spricht über Thai-Massage. Thai-Massage ist gut für die Gesundheit. Er freut sich darüber, dass die traditionelle Thai-Massage nur Thai das immaterielle Kulturerbe Thailands von der UNESCO repräsentiert. Er sagt Dankeschön für alle. Sawadikap, Pum Chang, Ajahn Chang, oder Swiss Trai Rasi. Heute habe ich mich von der Sendung gebeten, um die Rolle des Thais und der Thais zu übernehmen, die in den USA sind. สิ่งที่คนไทยแล้วก็หมอนวดไทยเพิ่งจะได้รับมาก็คือการที่นวดไทยได้เป็นมรดกไทยมรดกโลกนะครับจากองค์กร UNESCO นะครับมันไม่ใช่อาชีพนะครับมันเป็นความงดงามทางวัฒนธรรมนะของศิลปะและศาสตร์สินที่ส่งเสริมสร้างสรรค์กันมาและถ่ายทอดรุ่นต่อรุ่นเป็นเวลายาวนานสาเหตุที่เราได้เป็นมรดกโลก งานอันนั้นงานนวดของเราเนี่ยมีคุณค่าในตัวของมันเองมีประโยชน์ในตัวของมันเองนะครับและถ้าเกิดเราสังเกตดีๆนะครับนวดเนี่ยมันไม่ใช่แค่สั้นรายได้อย่างเดียวนะครับไม่ใช่แค่ทำให้หายจากการเจ็บป่วยหรือช่วยเร่งการรักษานะครับแต่นวดเนี่ยนะครับถ้าเราศึกษากันจริงๆแล้วในอดีตกาลแม้จะปัจจุบันก็ตามนะครับมันเป็นตัวที่เชื่อมความรัก In Thailand habe viele verschiedene Thai-Massage gelernt, zum Beispiel Toksen. Ich habe an diesem Kurs an der medizinischen Fakultät an der Chiang Mai Universität in Thailand teilgenommen. Hier sind die Fotos.
Ich danke für Internetpräsenz der deutschen UNESCO-Kommission, der Süddeutschen Zeitung, Page Asien Mongtai, Abteilung für traditionelle thailändische und alternative Medizin von Gesundheitsministerium, die ich übernommen habe. Ich wünsche meinen Zuschauern frohe Weihnachten. Ich danke für Zusehen. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Jolie wünscht noch einen schönen Abend.